ist extrem neu und frisch. Wir haben Parkett, lecker Parkett und Pornowände. Und ich habe jetzt Tisch zum Beat bauen. Urgeil, yo, check das. Wir fahren an die See nach Greifswald. Und viele von euch haben sich beschwert, dass ihm auf die Dauer unser Fischauge zu fischaugig ist. Deswegen könnt ihr jetzt abstimmen, ob das hier cooler ist. Eine Folge nur mit Weitwinkel. Must be a good life, right? Check this. I got a call from my girl last week. She telling me about that time of the month and how it may not come. Drop the phone right before she said I'm... Here we have another large student from Lying Fötus. I think everybody knows about Lying Fötus. One of the hottest producers of this summer. Yes, yes. Was machst du da? Außer schöne Frauen angucken. Ja, die Augenschminkfarbe ist besonders. Wir gehen da mal drauf. Ja. Ein bisschen verkackt so. Ja. Aber ist auch von den Grünen. Chemie ist nicht gut. Ja, wir haben hier Kratz, der Wirtschaft bauen. Die Bühne. Da hinten kommen dann irgendwann Menschen an. Die tanzen dann hier. Ich sag nur ja. Sag ja zum Leben. Ja. Was fehlt noch, Benjamin Merchmeister? Was fehlt hier noch? Flyer, Aufkleber etc. Der Typ kennt sich aus. Ein kurzes Statement. Ja, Greifswald. Privatparty auf dem Hof. Unsere Vorband. Ja, wir spielen auch manche Lieder von manchen Personen auch zweimal. Also nicht, dass wir die Lieder wiederholen, aber die Künstler. Und so, Ansagen sind sehr wichtig. Mit Summe Summe. Von den netten Herren da den Auftrag bekommen, den Hip-Hop nach Greifswald zu bringen. Wir haben den Hip-Hop mitgebracht, aber dieser Typ ist so ein ganz scheuer Vogel. Sitzt da hinten irgendwo und der kommt erst raus, wenn er sich sicher und beschützt fühlt. Und das passiert erst, wenn ihr ein bisschen näher kommt. Er zappelt schon, aber so ganz will er sich noch nicht bewegen. Dieser Hip-Hop ist ganz sensibel. Ein zerbrechliches kleines Wesen der Viervierteltaktigen Musik. Wir brauchen Prävention in einer neuen Dimension. Und heute wieder live am Mikrofon. Ich hab sie mir Scheibe, gleich heute. Alle in Deutschland gehören. Es ist an der Zeit für härtere Bandagen. Am besten jeder wird gekrönt auf beim Schlafen. Nächster Morgen. Also wir sind gerade vom Konzert noch weitergefahren. Haben hier schön den Bus geparkt. Mitten an der Ostsee. Und jetzt geht die Sonne auf und das sieht ungefähr so aus. Ich zeige euch das mal. BK Uptown Boogie Down Queen Beautiful, Charlene. Listen, I got a lot to say. Usually my smile stay locked away, but not today. Ich bin in einem schlechten Beefy-Porno gelandet. Herr von Grau auf Tour, die Beefy-Pornos.
Wow, geiler Sound. Ja, Kat, komm her, Zempel. Tu deinen Job. Unser Bier. Paradox. Wir sind hier immer noch an der Ostsee. Und ich bin auf dem Balkon von unserem Auto. Aber ich kann hier oben rausgucken und man sieht den Sonnenaufgang immer noch. Jetzt ist die Sonne da und ich gepennt. Und wir unten machen nur weiter Party. Mir ist es Latte. Nein, wir kommen gerade vom Strand, sind nach dem Konzert gestern kreisweit gleich ans Meer gefahren. Da gechillt, bis eben gerade jetzt. Und war schön. Ich bin voll im Arsch, Alter. Ich hab Sonnenstich. 3 Stunden gepennt. Ich auch etwa. Da hilft nur noch eins. Bravo, Alter. Fahren wir jetzt hier auf die Autobahn. Wir wollen schon in der letzten Knasttag gemacht. Wünsche mir eine Freundin. Überraschendes Geständnis von Menowin. Der Sänger sucht ein Girl zum Kuscheln. Ein Girl. Bravo. Und was passiert dann? Die Mädels lieben meine Augen. Deswegen flirte ich auch immer mit meinem Blick. Immer. Ich kann das nicht mehr vorlesen, weil das so im Arsch bin ich. Aber bis nächstes Mal, wenn es heißt, Herr von Gaudis Bravo. Verkehr. Kopftemperatur 80 Grad. Sind voll am Sack. So richtig. So Strandscheiße immer. Vor allem immer. Wir haben noch nie am Strand gespielt. Da vorne ist Berlin. Fernsehturm haben wir gerade schon gesehen. Und was ist? Stau. Und heiß. Und ich will zu Mama. Oh, nun die Nachrichten. Oh, hier stinkt's an Kacke. Oh, hier stinkt's an Kot. Da liegt sie. Riesenhaufen, großer Kaka. Stein, schimmeln auf den Straßen ab wie Gebein. Das ist echt widerlich. Ich treffe den Takt mal wieder nicht. Tat so, als würde er rappen. Doch der kann das nicht, darauf würde ich wetten. Doch er macht das ganz gut mit der Gestik. Er ist edig, eklig. Ja, Mann, du weißt, wann ich losleg. Wann ich meine Flows seg.